Augen. Alle Tag die Suche nach dieser saudummen Brille. Eine gute Bekannte, die Frau, also jetzt habe ich doch ihren Namen vergessen. Das sieht Ihnen wieder ähnlich, wo wir so lang in einem Haus gewohnt haben, in der Dingsstraße. Ja, genau. Frau Schweighofer sind Sie. Nein, nein, im Gegenteil, ein ganz kurzer Name. Jetzt habe ich es. Die Frau Lamm. Nein, ein kurzer Name ist es doch. Ich könnte ihn schon sagen. Frau Meierhofer? Ja, richtig. Und Sie sind der Herr Hofermacher? Ja, stimmt. Haarscharf. Ja, gut, dass ich Sie treffe, Frau Meierhofer. Ich habe Ihnen ja was Wichtiges zu sagen. Und zwar, jetzt weiß ich doch nicht mehr was. Was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Mir geht's auch oft so. Ja, was wollte ich Ihnen? Also das ist ja zum Kotzen. Was Geschäftliches? Nein, weil ich mir noch gedacht habe, das muss ich Ihnen gleich sagen, wenn ich Sie hier treffe. Ach du lieber Gott. Man wird eben älter und damit vergesslicher. Ja, stimmt. Ja, was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Fällt mir nicht mehr ein. Mir geht's oft auch so. Ja. Da bin ich gestern, da war ich in, wo war das denn? In Daheim? Nein, nicht in Daheim. Jetzt sagen Sie es halt. Ja, Frau Meier, hoffe ich, weiß ja auch nicht, wo Sie gestern waren, gell? Ich glaube schon, dass Sie das nicht wissen. Ich weiß ja selber nicht. Ist ja auch Nebensache. Und da hatte ich geschäftlich zu tun, das sollte ich. Das sollte ich. Mir geht's auch oft so. Da gehe ich daheim, oft hinüber ins andere Zimmer, wenn ich drüben bin. Ich weiß nicht mehr, was ich wollte. Sieh, ich bin ja mal zum Arzt gegangen, wegen meiner Vergesslichkeit. Hm? Und wie ich beim Arzt war, und er fragt mich, was mir fehlt. Ja, meinen Sie, mir wäre es eingefallen? Da habe ich ganz vergessen, dass ich wegen meiner Vergesslichkeit zu ihm gegangen bin. Tja, man soll sich eben immer alles aufschreiben, dann vergisst man es nicht. Das habe ich versucht. Geht nicht. Warum nicht? Weil ich immer vergesse, dass ich einen Bleistift mitnehme und ein Papier. Ja. Sieh, einmal da habe ich etwas nicht vergessen. Da habe ich mir was ganz, was Wichtiges merken müssen. Da habe ich mir gedacht, komm, hat doch gar keinen Zweck, dass du das merkst. Und was glaubst du? Hab ich mir gemerkt. Ja. Sieh, und was war das? Tu mal lieber Fernsehen. Ja, das wird wohl das Beste sein. Was haben wir heute im Programm? Ach, da, Schatz. Da.
Dement oder Weise, eine Sendung über das Älterwerden. Das ist doch was für Sie. Absolut. Ist das. Wenn, dann für Sie. Ich habe mal eine Sendung gesehen, erträglich enden oder Aufbruch zu neuen Ufern. Sie, das war ein Schmarr. Sehen Sie einen Dementen? Eigentlich nicht. Weise? Auch nicht. Aus den Metamorphosen des Ovid. Philemon und Baucis. Fern stehen auf phrygischem Hügel Eiche und Linde vereint, umgeben von mäßiger Mauer. Nahe dabei ist ein See, ehedem ein bewohntes Gefilde, jetzt nur Wasser, ein Sitz sumpfliebender Hühner und Enten. Dorthin, sterblichen gleich, kam Jupiter. Ledig der Flügel kam auch Atlas Spross mit dem Vater, der göttliche Herold. Hunderte nahten sie schon von Häusern und baten um Obdach. Hunderte schlossen sich zu. Doch eins gewährte Einlass, war es auch niedrig und klein und gedeckt mit Stoppeln und Schilfrohr. Baucis, das bittere Weib, und ihr gleich ein alter Philemon waren also dort in der Hütte vereint, in den Jahren der Jugend, waren gealtert in ihr und die Armut offen bekennend, machten sie diese sich leicht und erträglich mit heiterem Gleichmut. Eins ist es auch, ob Herr, ob Diener du suchst in der Hütte, zwei nur machten das Haus und dieselben befehlen, und folgen. Als nunmehr die Bewohner der Höhe den bescheidenen Wohnsitz waren genaht und gebückt durch die niedrigen Pfosten getreten, hieß sie der Greis ausruhen vom Weg auf gebotenen Sessel. Darob rohes Geweb erst warf die geschäftige Baucis. Eifrig zerwühlte sie dann auf dem Herd die lauliche Asche, weckte gestrige Glut mit Blättern sie nährend und dürren Rinden und fachte sie an zur Flamme mit keuchendem Atem, holte gespaltenes Holz und trocknes Reisig vom Boden, brach es in zwei und legt es zurecht um den niedrigen Kessel. Kohl dann, welchen der Mann im gewässerten Garten gesammelt, streifte sie ab. Er nimmt mit der doppelzinkigen Gabel oben vom schwarzen Gebälk den rußigen Rücken des Schweines, schneidet ein mäßiges Stück alsdann von dem lange bewahrten Vorrat ab und erreicht das Stück in den kochenden Wellen. Beide bemühen sich, auch in Gesprächen, die Weile zu kürzen, dass der Verzug nicht werde gemerkt. Ein bucherner Kübel hing an der Wand vom Pflock, am verlässigen Öhre gehalten, Nüsse und Feigen gemengt zu runzligen Datteln und Pflaumen, duftende Äpfel dazu stehen da in gespreiteten Körbchen, auch vom purpurnen Stock der Reben gesammelte Trauben, glänzende Wab hat mitten die Stadt. Noch kommen zu allem freundliche Mienen hinzu und ein gern hergebender Wille. Beide gewahren indes, wie der Krug, so oft er geleert ist, wieder allein sich füllt und von selber der Wein sich ergänzt. Starr da stehen sie, vom Wunder geschreckt und die Hände gehoben, sprechen sie frommes Gebet, der verzagte Philemon und Baucis, bitten um Nachsicht auch für das Mahl und die schlechte Bewirtung. Und die einzige Gans, die dem kleinen Gehöfte zu Hut war, schicken die Eigner sich an, den göttlichen Gästen zu opfern. Sie, mit den Flügeln behend, mit lang die vom Alter gehemmten ab und vereitelt ihr Tun. Dann schien sie sich endlich zu flüchten zu dem Unsterblichen selbst.
Sie zu töten verboten die Götter. Himmlische hoben sie an. Sind wir und gebührende Strafe steht bevor, in Frevlern umher. Euch wird von dem Unheil frei zu bleiben gewährt. Nur geht aus eurer Wohnung, unserem Schritt folgt nach und hinauf zu der Höhe des Berges wandert mit uns. Folgsam ist das Paar. Und am stützenden Stabe sind sie bemüht zu erklimmen den lang ansteigenden Hügel. Soweit wie ein geschossener Pfeil kann gehen, auf einmal waren vom Gipfel sie noch. Sie wandten die Augen und sahen, alles versunken in Sumpf und nur ihr Häuschen geblieben. Während sie staunender wurden und beweinen das Los der Bekannten, wandelt die Alte sogar für zwei Einwohner zu kleine Hütte zum Tempel sich um. Als Säulen erscheinen die Stützen, gelb erglänzt der Strom und das Dach ist prangend von Golde. Künstlich gemeißelt die Tür und gedeckt mit Marmor der Estrich. Da sprach also der Sohn des Saturnus mit gütigem Munde. Redlicher Greis und Weib, so würdig des redlichen Gatten, sagt nun, was ihr euch wünscht. Wie er kurz sich besprochen mit Bauzis, machte der Greis den Göttern bekannt, den gemeinsamen Ratschluss, eure Priester zu sein und euren Tempel zu hüten, wünschen wir uns. Und weil wir die Jahre verlebten in Eintracht, nehme dieselbige Stund uns fort. Und möchte ich niemals schauen der Gattin Grab, noch sie mich selber bestatten. Was ihr Begehr traf ein. Sie hatten, solange sie lebten, über dem Tempel die Hut. Wie sie einst vor den heiligen Stufen standen, von Jahren gebeugt und von Alter, und eben erzählten, was mit der Stätte geschehen, sah Bauzis, wie plötzlich Philemon, der Greis, wie Bauzis mit Laub sich bedeckte, während um beider Gesicht schon wuchs in die Höhe der Wipfel, wechselnden Worte sie noch, solange sie konnten, und sprachen beide zugleich, Leb wohl, Gemahl, und verdeckt vom Gezweige ward gleichzeitig ihr Mund. Jetzt noch zeigt Thüringens Bürger dort aus Leibern gesprost die zwei nahestehenden Stämme. Oh, schön war das. Ich hoffe, das geht so weiter. Ja. Bertolt Brecht, die unwürdige Greisin. Meine Großmutter war 72 Jahre alt, als mein Großvater starb. Er hatte eine kleine Lithografenanstalt in einem badischen Städtchen und arbeitete darin mit zwei, drei Gehilfen bis zu seinem Tod. Meine Großmutter besorgte ohne Magd den Haushalt, betreute das alte, wackelige Haus und kochte für die Mannsleute und Kinder. Sie war eine kleine, magere Frau mit lebhaften Eidechsenaugen, aber langsamer Sprechweise. Mit recht kärglichen Mitteln hatte sie 5 Kinder großgezogen von den 7, die sie geboren hatte. Davon war sie mit den Jahren kleiner geworden. Von den Kindern gingen die 2 Mädchen nach Amerika und 2 Söhne zogen ebenfalls weg. Nur der Jüngste, der eine schwache Gesundheit hatte, blieb im Städtchen. Er wurde Buchdrucker und legte sich eine viel zu große Familie zu. So war sie allein im Haus, als mein Großvater gestorben war.
Die Kinder schrieben sich Briefe über das Problem, was mit ihr zu geschehen hätte. Eine konnte ihr bei sich ein Heim anbieten und der Buchdrucker wollte mit den Seinen zu ihr ins Haus ziehen. Aber die Greisin verhielt sich abweisend zu den Vorschlägen und wollte nur von jedem ihrer Kinder, das dazu imstande war, eine kleine geldliche Unterstützung annehmen. Die Lithografenanstalt, längst veraltet, brachte fast nichts beim Verkauf und es waren auch noch Schulden da. Die Kinder schrieben ihr, sie könne doch nicht ganz allein leben. Aber als sie darauf überhaupt nicht einging, gaben sie nach und schickten ihr monatlich ein bisschen Geld. Schließlich dachten sie, war ja der Buchdrucker im Städtchen geblieben. Der Buchdrucker übernahm es auch, seinen Geschwistern mitunter über die Mutter zu berichten. Seine Briefe an meinen Vater und was dieser bei einem Besuch und nach dem Begräbnis meiner Großmutter 2 Jahre später erfuhr, geben mir das Bild von dem, was in diesen 2 Jahren geschah. Es scheint, dass der Buchdrucker von Anfang an enttäuscht war, dass meine Großmutter sich weigerte, ihn in das ziemlich große und nun leerstehende Haus aufzunehmen. Er wohnte mit 4 Kindern in 3 Zimmern, aber die Greisin hielt überhaupt nur eine sehr leise Verbindung mit ihm aufrecht. Sie lud die Kinder jeden Sonntagnachmittag zum Kaffee. Das war eigentlich alles. Sie besuchte ihren Sohn 1 oder 2 Mal in einem Vierteljahr und half der Schwiegertochter beim Beereneinkochen. Auf eine schriftliche Anfrage meines Vaters, was die alte Frau denn jetzt so mache, antwortete er ziemlich kurz, sie besuche das Kino. Man muss verstehen, dass das nichts Gewöhnliches war, jedenfalls nicht in den Augen ihrer Kinder. Das Kino war vor 30 Jahren noch nicht, was es heute ist. Es handelte sich um elende, schlecht gelüftete Lokale, oft in alten Kegelbahnen eingerichtet, mit schreienden Plakaten vor dem Eingang, auf denen Morde und Tragödien der Leidenschaft angezeigt waren. Eigentlich gingen nur Halbwüchsige hin oder, des Dunkels wegen, Liebespaare. Eine einzelne alte Frau muss dort sicher auffallen. Sie besuchte häufig auch die Werkstatt eines Flickschusters in einem armen und sogar etwas verrufenen Gässchen, in der besonders nachmittags allerlei nicht besonders respektable Existenzen herumsaßen. Stellungslose Kellnerinnen und Handwerksburschen. Der Flickschuster war ein Mann in mittleren Jahren, der in der ganzen Welt herumgekommen war, ohne es zu etwas gebracht zu haben. Es hieß auch, dass er trank. Etwa ein halbes Jahr nach dem Tod des Großvaters schrieb der Buchdrucker meinem Vater, dass die Mutter jetzt jeden 2. Tag im Gasthof esse. Was für eine Nachricht. Großmutter, die Zeit ihres Lebens für 1 Dutzend Menschen gekocht und immer nur die Reste aufgegessen hatte, aß jetzt im Gasthof. Was war in sie gefahren? Bald darauf führte meinen Vater eine Geschäftsreise in die Nähe und er besuchte seine Mutter. Er traf sie im Begriffe auszugehen. Sie nahm den Hut wieder ab und setzte ihm ein Glas Rotwein mit Zwieback vor. Sie schien ganz ausgeglichener Stimmung zu sein, weder besonders aufgekratzt noch besonders schweigsam. Das Einzige, was auf ihr neues Leben hindeutete, war, dass sie nicht mit meinem Vater auf den Kiesacker gehen wollte, das Grab ihres Mannes zu besuchen. Du kannst allein hingehen, sagte sie beiläufig. Es ist das 3. von links in der 11. Reihe. Ich muss
wohin? Mein Vater hat im Gasthof ein Zimmer genommen, aber erwartet, dass er zum Wohnen doch von meiner Mutter eingeladen werden würde, wenigstens bevor man. Aber ich sprach nicht davon. Und sogar als das Haus voll gewesen war, hatte sie immer etwas dagegen gehabt, dass er nicht bei ihnen wohnte und dazu das Geld für das Hotel ausgab. Aber sie schien mit ihrem Familienleben abgeschlossen zu haben und neue Wege zu gehen, jetzt, wo ihr Leben sich neigte. Mein Vater, der eine gute Portion Humor besaß, fand sie ganz munter und sagte meinem Onkel, er solle die alte Frau machen lassen, was sie wolle. Aber was wollte sie? Das nächste, was berichtet wurde, war, dass sie eine Brett bestellt hatte und nach einem Ausflugsort gefahren war, an einem gewöhnlichen Donnerstag. Eine Brett war ein großes, hochrädriges Pferdegefährt mit Plätzen für ganze Familien. Einige wenige Male, wenn wir Enkelkinder zu Besuch gekommen waren, hatte Großvater die Breck gemietet. Großmutter war immer zu Hause geblieben. Sie hatte es mit einer wegwerfenden Handbewegung abgelehnt, mitzukommen. Und nach der Breck kam die Reise nach Kahr, einer größeren Stadt, etwa 2 Eisenbahnstunden entfernt. Dort war ein Pferderennen und zu den Pferderennen fuhr meine Großmutter. Der Buchdrucker war jetzt durch und durch alarmiert. Er wollte einen Arzt hinzugezogen haben. Mein Vater schüttelte den Kopf, als er den Brief las, lehnte aber die Hinzuziehung eines Arztes ab. Nach K. war meine Großmutter nicht allein gefahren. Sie hatte ein junges Mädchen mitgenommen, eine halb schwachsinnige, wie der Buchdrucker schrieb, das Küchenmädchen des Gasthofes, in dem die Greisin jeden zweiten Tag speiste. Dieser Krüppel spielte von jetzt an eine Rolle. Meine Großmutter schien einen Narren an ihr gefressen zu haben. Sie nahm sie mit ins Kino und zum Flickschuster. Die Briefe meines Onkels wurden ganz hysterisch, handelten nur mehr von der unwürdigen Aufführung unserer lieben Mutter und gaben sonst nichts mehr her. Das Weitere habe ich von meinem Vater. Der Gastwirt hatte ihn mit Augenzwinkern zugeraunt. Frau B. amüsiert sich ja jetzt, wie man hört. In Wirklichkeit lebte meine Großmutter auch diese letzten Jahre keinesfalls üppig. Wenn sie nicht im Gasthof aß, nahm sie meist nur ein wenig Eierspeise zu sich, etwas Kaffee und vor allem ihren geliebten Zwieback. Dafür leistete sie sich einen billigen Rotwein, von dem sie zu allen Mahlzeiten ein kleines Glas trank. Das Haus hielt sie sehr rein. Und nicht nur die Schlafstube und die Küche, die sie benutzte. Jedoch nahm sie darauf ohne Wissen ihrer Kinder eine Hypothek auf. Es kam niemals heraus, was sie mit dem Geld machte. Sie scheint es dem Flickschuster gegeben zu haben. Er zog nach ihrem Tod in eine andere Stadt und soll dort ein größeres Geschäft für Maßschuhe eröffnet haben. Genau betrachtet lebte sie hintereinander 2 Leben. Das eine, erste, als Tochter, als Frau und als Mutter und das zweite einfach als Frau B., eine alleinstehende Person ohne Verpflichtungen und mit bescheidenen, aber ausreichenden Mitteln. Das erste Leben dauerte etwa 6 Jahrzehnte, das zweite nicht mehr als 2 Jahre. Mein Vater brachte in Erfahrung, dass sie im letzten halben Jahr sich gewisse Freiheiten gestattete, die normale Leute gar nicht kennen. So konnte sie im Sommer früh um 3 aufstehen und durch die leeren Straßen des Städtchens spazieren,
dass sie so für sich ganz allein hatte. Und den Pfarrer, der sie besuchen kam, um die alte Frau in ihrer Vereinsamung Gesellschaft zu leisten, lud sie, wie allgemein behauptet wurde, ins Kino ein. Sie starb ganz unvermittelt an einem Herbstnachmittag in ihrem Schlafzimmer, aber nicht im Bett, sondern auf einem Holzstuhl am Fenster. Sie hatte den Krüppel für den Abend ins Kino eingeladen und so war das Mädchen bei ihr, als sie starb. Sie war 74 Jahre alt. Ich habe eine Fotografie von ihr gesehen, die sie auf dem Totenbett zeigt und die für die Kinder angefertigt worden war. Man sieht ein winziges Gesichtchen mit vielen Falten und einen schmallippigen, aber breiten Mund. Viel Kleines, aber nichts Kleinliches. Sie hatte die langen Jahre der Knechtschaft und die kurzen Jahre der Freiheit ausgekostet und das Brot des Lebens aufgezehrt bis auf den letzten Brosamen. Robert Gernhardt, siebenmal mein Körper. Mein Körper ist ein schutzlos Ding. Ein Glück, dass er mich hat. Ich hülle ihn in Tuch und Garn und mache ihn täglich satt. Mein Körper hat's gut bei mir. Ich gebe ihm Brot und Wein. Er kriegt von beidem nie genug und nachher muss er speien. Mein Körper hält sich nicht an mich. Er tut, was ich nicht darf. Ich wärme mich an Bild, Wort, Klang. Ihn machen Körper scharf. Mein Körper macht nur, was er will. Macht Schmutz, Schweiß, Haar und Horn. Ich wasche und beschneide ihn von hinten und von vorn. Mein Körper ist voll Unvernunft, ist gierig, faul und geil. Tagtäglich geht er mir kaputt. Ich mach ihn wieder heil. Mein Körper kennt nicht Maß noch Dank. Er tut mir manchmal weh. Ich bring ihn trotzdem über den Berg und fahre ihn an die See. Mein Körper ist so unsozial. Ich rede, er bleibt stumm. Ich lebe ein Leben lang für ihn. Er bringt mich langsam um. Robert Gernhardt am Tag der ersten Extraktion. Ich bin nicht mehr vollkommen. Ein Zahn hat mir genommen. Ein Zahn, der über 50 Jahre in meinem Munde heimisch war. Ein Zahn, der stolz und selbstgewiss noch härtestes Gebäck zerbiss. Ein Zahn, der kaute, lebte, litt, bis man ihn aus dem Zahnfleisch schnitt. Und morgen lag er nackt und klein vor mir. Ein Kind aus Elfenbein, ein Teil von mir, ein Stück. Das fehlt, obwohl es mich jetzt nicht mehr quält. Die Zunge sucht an diesem Fleck vergeblich, denn der Zahn ist weg. Stattdessen derart wunde Haut, dass die sie kaum zu lecken traut. Der Zahn ist fort, es ist soweit. Mein Zahn verging vorm Zahn der Zeit. Er ging voran, der Rest folgte nach. Heute Abend lag ich lange wach. Gott und die Lebenszeit der Kreaturen, Esel, Hund, Affe und Mensch.
nach Gebrüder Grimm. Nachdem Gott die Welt erschaffen hatte, wollte er die Lebenszeit aller Kreaturen bestimmen. Dem Esel, dem Hund, dem Affen und dem Menschen gab er je 30 Jahre. Der Esel wusste, dass ihm ein mühseliges Dasein erwartete, daher bat er ihn, seine Lebenszeit zu verkürzen. Da erließ ihm Gott 18 Jahre. Der Hund und der Affe beklagten sich ebenfalls über ein zu langes Leben und so wurde die Lebenszeit des Hundes um 12 und die des Affen um 10 Jahre gekürzt. Der Mensch hingegen fand, dass 30 Jahre zu wenig seien. Daraufhin gab Gott ihm die Jahre, die er dem Esel, dem Hund und dem Affen weggenommen hatte. Also lebt der Mensch 70 Jahre. Die ersten 30 sind seine, die menschlichen Jahre, in denen er gesund ist, mit Lust arbeitet und sich seines Daseins erfreut. Die nächsten sind die mühseligen Jahre des Esels, in denen er sich für andere abrackert und dafür nur Schläge und Tritte bezieht. Denen schließen sich die Jahre des Hundes an. Er liegt nur in der Ecke, knurrt und hat keine Zähne zum Beißen mehr. Zuletzt kommen die Jahre des Affen. Da wird der Mensch zu einem alten Narren und zum Gespött der Kinder. Aus dem Roman Still Alice von Lisa Genova folgt nun die Rede der Alice vor dem Ärztekongress. Guten Morgen. Mein Name ist Dr. Alice Howland. Ich bin allerdings weder Neurologin noch Allgemeinärztin. Ich habe meinen Doktortitel in Psychologie. Ich war 25 Jahre lang Professorin an der Harvard University. Ich habe kognitive Psychologie gelehrt, ich habe auf dem Gebiet der Linguistik geforscht und habe auf der ganzen Welt Vorträge gehalten. Heute bin ich jedoch nicht hier, um als Expertin für Psychologie oder Sprache zu Ihnen zu sprechen. Ich bin heute hier, um als Expertin für die Alzheimer-Krankheit zu Ihnen zu sprechen. Ich bin eine Expertin zu diesem Thema, weil bei mir vor etwa über einem Jahr die früh einsetzende Alzheimer-Krankheit diagnostiziert wurde. Ich fühle mich geehrt, diese Gelegenheit zu haben, heute zu Ihnen zu sprechen und Ihnen, wie ich hoffe, einen Einblick davon zu vermitteln, wie es ist, mit Demenz zu leben. Bald, auch wenn ich dann immer noch wissen werde, wie es ist, werde ich nicht mehr imstande sein, es Ihnen gegenüber auszudrücken. Und irgendwann, in nicht allzu langer Zeit, werde ich nicht einmal mehr wissen, dass ich Demenz habe. Wir im Frühstadium der Alzheimer-Krankheit sind noch nicht völlig inkompetent. Wir sind nicht ohne Sprache oder Meinungen, die zählen oder längere Phasen der Klarheit. Und doch sind wir nicht mehr kompetent genug, um allen Anforderungen und Aufgaben unseres einstigen Lebens zuverlässig gerecht zu werden. Wir haben das Gefühl, weder hier noch da zu sein. Ich arbeite nicht mehr in Harvard. Ich lese und schreibe keine Forschungsartikel oder Bücher mehr. Meine Realität ist völlig anders als das, was sie vor nicht allzu langer Zeit noch war. Und sie ist verzerrt.
Die Nervenbahnen, mit deren Hilfe ich zu verstehen versuche, was sie sagen, was ich denke und was um mich herum geschieht, sind mit Amyloid verklebt. Ich ringe mit den Worten, die ich sagen will, und höre mich oft die falschen sagen. Ich kann räumliche Entfernungen nicht zuverlässig einschätzen, und das bedeutet, dass ich oft Dinge fallen lasse oder stürze oder mich 2 Blocks von meinem Haus entfernt verlaufe. Oft habe ich Angst vor dem nächsten Tag, was, wenn ich aufwache und nicht mehr weiß, wer mein Ehemann ist. Was, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich bin oder mich selbst nicht mehr im Spiegel erkenne. Wann werde ich nicht mehr ich selbst sein? Sind meine Seele und mein Geist immun gegen die Verheerungen der Alzheimer-Krankheit? Ich denke ja. Die Diagnose, Alzheimer zu bekommen, bedeutet, genau das bin ich jetzt, jemand mit Demenz zu sein. Aber ich bin so viel mehr als das. Ich bin eine Ehefrau, Mutter und Freundin und werdende Großmutter. Ich fühle und verstehe noch immer die Liebe und Freude in diesen Beziehungen. Ich nehme noch immer aktiv an der Gesellschaft teil. Sag mal, das habe ich doch nicht gut gesehen. Ja, das ist verfilmt worden. Vor 8 Jahren war das in den Kinos. Ich habe es auch gesehen. Biete meine Schultern zum Ausweinen. Ich bin nicht jemand, der im Sterben liegt. Ich bin jemand, der mit Alzheimer lebt. Und das will ich tun, so gut es mir möglich ist. Ich möchte Ärzte dazu aufrufen, eine frühzeitige Diagnose zu stellen. Bitte schreiben Sie uns nicht ab. Sehen Sie uns in die Augen. Reden Sie direkt mit uns. Ich möchte Sie dazu aufrufen, uns Kraft zu geben, nicht uns einzuschränken. Wir können einander helfen, sowohl die Menschen mit Demenz wie auch ihre pflegenden Angehörigen. Wenn mein Gestern verschwindet und mein Morgen unsicher ist, wofür lebe ich dann noch? Ich lebe für jeden Tag. Ich lebe im Augenblick. Irgendwann in nicht allzu langer Zeit werde ich vergessen haben, dass ich vor Ihnen gestanden und diese Ansprache gehalten habe. Aber dass ich sie irgendwann bald vergessen werde, heißt nicht, dass ich sie nicht heute in jeder Sekunde gelebt habe. Ich werde das heute vergessen. Aber das heißt nicht, dass das heute nicht wichtig war. Ich danke Ihnen. Von Arthur Schopenhauer stammt folgendes Aperçu: Wenn man auch noch so alt wird, so fühlt man doch im Innern sich ganz und gar als denselben, der man war, als man jung, ja, als man ein Kind war. Dieses, was unverändert, stets ganz dasselbe bleibt und nicht mitaltert, ist eben Kern unseres Wesens, der nicht in der Zeit liegt. Und eben deshalb ein Leben lang unzerstörbar ist. Altersfrei. Verlockend am Alter ist eigentlich nur, dass alte Menschen, sofern gesund und bei Verstand, unabhängig sind. Sie müssen sich nicht ständig um ihre Zukunft sorgen,
weil sie nicht mehr so viel davon haben. Vor allem aber könnten alte Menschen, besonders natürlich alte Frauen, im Schutze ihrer gebrechlichen Erscheinung hundsgemeine und verbotene Dinge tun, die ihnen, meistens zu Recht, niemand mehr zutraut. Aus der Brooklyn Revue von Paul Auster. Sex unter älteren Menschen kann seine peinlichen Momente und komischen Längen haben, ist aber auch von einer Zärtlichkeit geprägt, die den Jungen oft abgeht. Die Brüste mögen hängen, der Schwanz mag welken, ist immer noch Haut. Und wenn jemand, den du gern hast, die Hand nach dir ausstreckt, dich streichelt, in die Arme nimmt oder auf den Mund küsst, schmilzt du noch immer so dahin wie damals, als du dir eingebildet hast, du würdest ewig leben. Legende von der Entstehung des Buches Tao Te Ching auf dem Weg des Lao Tse in die Emigration von Bertolt Brecht. Als er 70 war und war gebrechlich, drängte es den Lehrer doch nach Ruhe, denn die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu und er gürtete den Schuh. Und er packte ein, was er so brauchte, wenig. Doch es wurde dies und das, so die Pfeife, die er immer abends rauchte, und das Büchlein, das er immer las, Weißbrot nach dem Augenmaß. Freute sich des Tals noch einmal und vergaß es, als er ins Gebirg den Weg einschlug. Und sein Ochse freute sich des frischen Grases, kauend, während er den Alten trug, denn dem ging es schnell genug. Doch am vierten Tag im Felsgesteine hat ein Zöllner ihm den Weg verwehrt, Kostbarkeiten zu verzollen, keine. Und der Knabe, der den Ochsen führte, sprach, er hat gelehrt. Und so war auch das geklärt. Doch der Mann in einer heiteren Regung fragte noch, hat er was rausgekriegt? Sprach der Knabe, dass das weiche Wasser in Bewegung mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. Du verstehst, das Harte unterliegt. Dass er nicht das letzte Tageslicht verlöre, trieb der Knabe nun den Ochsen an. Und die drei verschwanden schon um eine schwarze Föhre. Da kam plötzlich Fahrt in unseren Mann und der schrie, hey du, halt an, was ist das mit diesem Wasser, Alter? Hielt der Alte, interessiert es dich? Sprach der Mann, ich bin nur Zollverwalter, doch wer wen besiegt, das interessiert auch mich. Wenn du's weißt, dann sprich. Schreib mir's auf, gib dir's diesem Kinde. So was nimmt man doch nicht mit sich fort. Da gibt's doch Papier bei uns und Kitte. Und dein Nachtmahl gibt es auch. Ich wohne dort. Nun, ist das ein Wort? Über seine Schulter sah der Alte auf den Mann. Flickjoppe, keine Schuhe und die Stirne eine einzige Falte. Ach, kein Sieger trat da auf ihn zu und er murmelte, auch du? Eine höfliche Bitte abzuschlagen, war der Alte, wie es schien, zu alt. Denn er sagte laut, die etwas fragen,
die verdienen Antwort, sprach der Knabe. Es wird auch schon kalt. Gut, ein kleiner Aufenthalt. Und von seinem Ochsen stieg der Weise, 7 Tage schrieben sie zu zweit. Und der Zöllner brachte Essen, und er fluchte nur noch leise mit den Schmugglern in der ganzen Zeit. Und dann war's soweit. Und dem Zöllner händigte der Knabe eines Morgens 81 Sprüche ein. Und mit Dank für eine kleine Reisegabe bogen sie um jene Föhre ins Gestein. Sagt jetzt, kann man höflicher sein? Aber rühmen wir nicht nur den Weisen, dessen Name auf dem Buche prangt. Denn man muss dem Weisen seine Weisheit erst entreißen. Darum sei der Zöllner auch bedankt. Er hat sie ihm abverlangt. Aus dem Roman Das Glasperlenspiel von Hermann Hesse. Am Morgen, als er im Hause erwachendes Leben spürte, stand Knecht auf, fand beim Bett eine Bademantel bereitgelegt, den er über seine leichten Schlafkleider anzog und trat, wie es ihm Tito am Vorabend gezeigt hatte, durch eine hintere Haustür in den halboffenen Gang, der das Haus mit der Badehütte und dem See verband. Knecht, du warst wieder kleine See. Das ist doch der Magister Ludwig. Jenseits ein Ordenschef abhang mit scharfen Schatten. Es ist sowas Ähnliches wie der Papst. Grünlichen, kühlen Morgenhimmel, schneidend, schroff und kalt im Schatten. Doch war hinter diesem Grat spürbar schon die Sonne aufgestiegen. Ihr Licht blinkte da und dort in winzigen Splittern an einer scharfen Steinkante. Es konnte nur noch Minuten dauern, so würde über den Zacken des Berges die Sonne erscheinen und See und Hochtal mit Licht überfluten. Tito erschien in der Badehose. Er gab dem Magister die Hand und sagte auf die Felsen gegenüber deutend, sie kommen im rechten Augenblick, gleich wird die Sonne aufgehen. Ach, ist es herrlich hier oben. Jetzt blitzt ein stückende Stein. Es ist der Bub von seinem Freund, den will er jetzt sehen. Glühendes Metall schien schmelzend hinabzusinken und aus der glühenden Lücke trat blendend das Gestirn des Tages. Der Knabe, erfüllt von der feierlichen Schönheit des Augenblicks und dem beglückenden Gefühl seiner Jugend und Kraft, reckte die Glieder mit rhythmischen Bewegungen der Arme, welchen bald der ganze Körper folgte, um in einem enthusiastischen Tanz den Tagesanbruch zu feiern. Und sein inniges Einverständnis mit den um ihn wogenden und strahlenden Elementen auszudrücken. Seine Schritte flogen der siegreichen Sonne freudig, huldigend entgegen, wichen ehrfürchtig vor ihr zurück. Die ausgebreiteten Arme zogen Berg, See und Himmel an sein Herz. Niederkniend schien er der Erdenmutter, Hände breitend den Wassern des Sees zu huldigen und sich, seine Jugend, seine Freiheit, sein innig aufflammendes Lebensgefühl wie eine festliche Opfergabe Mächten anzubieten. Dies alles gleich dem Lichtrausch des Sonnenaufgangs währte nur Minuten. Ergriffen sah Knecht dem wunderbaren Schauspiel zu, in welchem der Schüler vor seinen Augen sich verwandelte und enthüllte, ihm neu und fremd und vollwertig als seinesgleichen entgegen. Wenn wir sehr schnell schwimmen, rief er hastig und knabeneifrig, so können wir gerade noch vor der Sonne am anderen Ufer sein. Die Worte waren kaum hervorgestoßen, so war Tito mit einem gewaltigen Satz, den Kopf voran, im See verschwunden. Wasser spritzte auf
und schlug über ihm zusammen. Einige Augenblicke später erschienen Kopf, Schultern und Arme wieder und blieben sich rasch entfernen, auf den blaugrünen Spiegeln sichtbar. Knecht hatte, als er hier herauskam, keineswegs im Sinne gehabt, zu baden und zu schwimmen. Es war ihm viel zu kühl und nach der halb krank verbrachten Nacht viel zu wenig wohl gewesen. Jetzt in der schönen Sonne, angeregt durch das soeben Geschaute, kameradschaftlich eingeladen und angerufen von seinem Zögling, fand er das Wagnis weniger abschreckend. Vor allem aber fürchtete er, es möge das, was diese Morgenstunde angebahnt und versprochen hatte, wieder versinken und verloren gehen, wenn er jetzt den Jungen allein ließe und enttäuschte, indem er in kühler, erwachsener Vernünftigkeit die Kraftprobe ablehnte. Wohl warnte ihn das Gefühl von Unsicherheit und Schwäche, das er sich durch die rasche Bergreise zugezogen hatte. Aber der Anruf war stärker als die Warnung, der Wille stärker als der Instinkt. Eilig zog er den leichten Morgenmantel aus, holte tief Atem und warf sich an derselben Stelle ins Wasser, an der sein Schüler untergetaucht. Der See, aus Gletscherwassern gespeist und selbst im wärmsten Sommer nur für sehr Abgehärtete bekömmlich, empfing ihn mit einer Eiseskälte von schneidender Feindseligkeit. Er war auf einen tüchtigen Schauder gefasst gewesen, nicht aber auf diese grimmige Kälte, die ihn ringsum wie mit lodernden Flammen umfasste und nach einem Augenblick aufweilenden Brennens rasch in ihn einzudringen begann. Er war nach dem Absprung schnell wieder emporgetaucht, entdeckte mit großem Vorsprung vor sich den Schwimmer Tito wieder, fühlte sich von den eisigen, wilden, feindseligen bitter bedrängt und glaubte noch um die Verringerung des Abstandes, um das Ziel des Wettschwimmens, um die Achtung und Kameradschaft, um die Seele des Knaben zu kämpfen, als er schon mit dem Tode kämpfte, der ihn gestellt und zu beringen umarmt hatte. Mit allen Kräften hielt er ihm stand, solange das Herz noch schlug. Der junge Schwimmer hatte des Öfteren zurückgeblickt und mit Genugtuung wahrgenommen, dass der Magister ihm ins Wasser gefolgt sei. Nun spähte er wieder, sah den anderen nicht mehr, wurde unruhig, spähte und rief, kehrte um und beeilte sich, um ihm beizustehen. Er fand ihn nicht mehr und suchte schwimmend und tauchend so lange nach dem Versunkenen, bis in der bitteren Kälte auch ihm die Kräfte schwanden. Taumelnd und atemlos kam er endlich an Land, sah den Bademantel am Ufer liegen, hob ihn auf und begann sich damit mechanisch Leib und Glieder abzureiben, bis die erstarrte Haut sich wieder erwärmte. In der Sonne setzte er sich nieder, wie betäubt starrte ins Wasser, dieses kühles Blaugrün ihn jetzt wunderlich leer, fremd und böse anblickte. O weh, dachte er entsetzt, nun bin ich an seinem Tode schuldig. Und erst jetzt, wo kein Stolz zu wahren und kein Widerstand mehr zu leisten war, spürte er im Weh seines erschrockenen Herzens, wie lieb er diesen Mann schon gehabt hatte. Und indem er sich trotz allen Einwänden an des Meisters Tod mitschuldig fühlte, überkam ihn mit heiligem Schauer die Ahnung, dass diese Schuld ihn selbst und sein Leben umgestalten und viel Größeres von ihm fordern werde, als er bislang von sich verlangt. Ich habe mich ja auch mal durch diese 800 Seiten durchgekämpft. Ich
ja, von dem schnellen Ende dann direkt ein bisschen enttäuscht. Das ist doch die Essenz von dem ganzen Roman. Hm. Oma Toppelreiter, eine jung gewordene Alte. Es ist nie zu spät für Lebensfreude und Veränderung, sagt Margarete Toppelreiter. Als 90-Jährige ging sie noch einen Teil des Jakobwegs mit ihrem Enkel. Dieser Enkel holte sie aus ihrer Mutlosigkeit nach dem Tod ihres Mannes, den sie 4 Jahre lang mit ihrer Tochter gepflegt hatte, nach 62 Jahren Ehe. Sie war körperlich und seelisch am Ende, da sie sich völlig von ihrem Mann abhängig gemacht hatte. Ihr Enkel schaffte es, ihr neue Ziele zu vermitteln. Ziele geben Kraft und inspirieren und spornen an. Mit 88 reiste sie zum ersten Mal nach Malta, Irland, Spanien. Mit 90 lernte sie den Computer zu bedienen. Und mit 91 schrieb sie ein Buch über ihre Erfahrungen auf dem Jakobsweg. Oma Toppelreiter sagt: Ich rate Ihnen, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln und einen Weg zu finden, täglich daran zu arbeiten. Glauben Sie an sich. Umgeben Sie sich mit positiv denkenden Menschen, denn deren Einstellung überträgt sich auf Sie. Man kann nicht früh genug beginnen, seine Wünsche und Träume nach dem Motto »Wenn nicht jetzt, wann dann?« zu realisieren. Denken Sie immer daran, Schonung macht krank, Training macht fit. Mein Beispiel soll Mut machen, selbst in schwierigen Situationen durchzuhalten und sich danach wieder lebensfroh und voller Selbstvertrauen Ziele zu setzen. Ich kann Ihnen schon jetzt verraten, das ist einfach, es ist möglich und wundervoll, wenn man erst einmal damit begonnen hat. Und vom 91-jährigen Picasso stammt der Spruch, man muss schon sehr lange leben, um jung zu werden. Und zum Schluss etwas ganz Aktuelles. Aus dem Jahre 1550. Gebet eines älter werdenden Menschen von Teresa von Avila. Herr, du weißt besser als ich, dass ich von Tag zu Tag älter und eines Tages alt sein werde. Bewahre mich vor der Einbildung, bei jeder Gelegenheit und zu jedem Thema etwas sagen zu müssen. Erlöse mich von der großen Leidenschaft, die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen. Lehre mich nachdenklich, aber nicht grüblerisch, hilfreich, aber nicht rechthaberisch zu sein. Mein umfangreiches Wissen sollte eigentlich nicht brach liegen, aber du verstehst, Herr, dass ich mir ein paar Freunde erhalten möchte. Bewahre mich davor, Einzelheiten endlos aufzuzählen und verleihe mir Flügel, zum Kern der Sache zu gelangen. Lehre mich schweigen über meine Krankheiten und Beschwerden. Sie nehmen zu. Und die Lust, sie zu beschreiben, wächst von Jahr zu Jahr. Ich erflehe nicht die Gabe, Krankheitsschilderungen anderer mit Genuss zu lauschen, aber lehre mich, sie wenigstens geduldig zu ertragen. Lehre mich, an anderen Menschen unerwartete Talente zu entdecken und verleihe mir, o Herr, die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen. Ich wage nicht, um ein besseres Gedächtnis zu bitten, nur um etwas Bescheidenheit. Und etwas weniger Bestimmtheit. Wenn mein Gedächtnis nicht mit dem der anderen übereinstimmt. Lehre mich die wunderbare Weisheit, dass ich mich irren kann. Erhalte mich so liebenswert
wie möglich. Ich möchte keine Heilige sein. Sie sind schwer zu ertragen. Aber ein alter Griesgram ist das Werk des Teufels.